Andi, ist das so schwer? Eine Eckfahne, eine Lambada und eine Kabine, Lumumba. Ja, am Wochenende ist ja großes Thema Football, ne? Super Bowl. Ich schnall die Amis nicht, ne? Die kicken den Ball über ein Tor und freuen sich noch, ey. Das ist echt, ey. Pro Schuss gibt es 3 Punkte übers Tor, ne? In der NFL, da war Schalke 04 Meisterschaftskandidat, ey. Super Bowl, ey. Das ist nicht das wichtigste Sportereignis in den USA, ne? Das ist einfach so ein Weinsmoothie, den meine Gudrun vergessen hat, zusammenzumixen, ne? Gibt's dann schön bei uns immer, ne? Beim Sommerfest von der Gymnastiktruppe. Andi, da hast du auch mal schön Kopf von, ne? Mhm. Christian, den Ball durchstecken und dann reinstecken. Ich will gar nicht wissen, wie du eine Capri-Sonne in Strohhalm machst, ey. Boah, wie der sich anstellt. Reinstecken! Und der wundert sich, dass seine Olle nicht schwanger wird. Ja, und Schalke hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, ne? Für das, was sich bei Schalke Abwehr nennt, haben sie sich einen Mustavi geholt, ne? Ja, super, ne? Vom FC Arsenal. Aber der ist bestimmt platt, ne? Der hatte schon 3 Einsätze irgendwie in der Premier League mit 44 Minuten insgesamt Spielzeit. Der ist um. Christian, du spielst wie so eine Impfdose, ey. Jeder wartet auf dich und du bist praktisch nicht da. Ey, wo ist eigentlich der Aki-Mensch, ey? Das ist doch... Sorry, Trainer. Ich musste noch mal Garten umgraben. Ja, sicher. Bei den Temperaturen oder was? Boah, komm, geh mir aus der Sonne, du Klappspaten. Mach die warm da hinten, ey. Ja, beim BVB, da suchen sie eine neue Nummer 1, ne? Die Nummer 1 zu werden, wird ja auch schwierig, ey. Oh, DFB-Pokal gegen Paderborn, wenn ich das schon gesehen hab, ne? Jetzt wollen sie von Ajax Amsterdam im Tor, statt den Bürki wollen sie jetzt den Onana, ne? Ist geil. Immer wenn der eine Bude reinlässt, kannst du dann in Dortmund folgendes Lied spielen, ne? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Benjamin, heißt du mit Nachname Blümchen? Nicht? Dann pack mal deinen Rüssel ein und renn nach vorne. Du Otto. Ja, ein internationales auch was los, ne? Gehalt von Messi ist jetzt irgendwie bekannt geworden, ne? Der verdient am Tag 210.000 Euro netto. Boah, jeden Tag mit 210.000 Euro zum Netto? Genau. Das würdest du auch noch in Pilzkin investieren. Nee, da müsst du noch was drauflegen. Noch. Kevin, Christian und Stefan, ihr drei spielt morgen im Training 5 gegen 4. Oh, Trainer, hoffentlich ist bald wieder Kirmes. Nee, davon habe ich hier auf dem Platz genug, ey. Und im Dorf gehe ich damit auch nicht mehr hin. Boah, das war so geil. Also, das letzte Mal, als wir auf der Kirmes waren, da war der Trainer so voll, dass er erstmal schön auf der Bank eingeschlafen ist. Ne? Verstehst du? So. Und dann haben wir auf der ganzen Kirmes alle Luftballons gekauft und den oben dran festgefunden. Dann ist er voll abgehoben, verstehst du? So. Und dann bin ich mit dem Andi, habe ich mir schön 2 Luftgewehre ausgeliehen und hat den Uwe damit abgeschossen. So. Hau den Lukas mal gestern, jetzt heißt das, schieß den Uwe, verstehst du? Bin ich jedenfalls einmal mit euch kurz aufgestiegen. Komm, mach dich weiter warm da, ey. Kein Bock mehr auf die Scheiße, Mensch. Stefan, warum hast du eigentlich so eine lange Shorts an, ey? Wenn ich dich unter der Dusche sehe, frage ich mich immer, warum spielst du nicht in der knappen Badehose? Ja, und bei Fenerbahce, ne, da haben sie sich überlegt, dass das nicht so endet wie beim FC Barcelona, ne, machen die einfach so eine geile Aktion, die lassen die Fans einfach den Özil finanzieren. Ist das nicht geil? Da kannst du eine SMS schicken und finanzierst praktisch für Fenerbahce Mesut Özil. Was sollst du denn da hinschicken? Den Emoji? Hey, Schiri! Wechsel! Aki, komm ran. So, hier, komm, nimm. Trainer, was soll ich denn mit den Luftballons? Ja! Du spielst doch nicht, aus Platzgründen.